Münster ist eine ganz spannende Stadt, eine sehr schöne Stadt, eine traditionsreiche Stadt, die unglaublich viel Grün hat, die moderne Architektur hat, viele junge Menschen hat. 40% der Verkehrsteilnehmer fahren mit dem Fahrrad, nur noch 32% mit dem Pkw. Und fast ein Drittel der Stadt haben irgendwas mit den Hochschulen zu tun. Hier werden wunderbare Ideen geboren. Und Münster ist eigentlich die europäische Idealstadt. Kompakt, urban und mit einer hohen Diversität. Die Partnerstädte, die Münster hat, profitieren natürlich einerseits von einer ziemlich europabegeisterten Stadtbevölkerung. Ich erlebe die Verbindung zu den europäischen Partnerstädten als äußerst vital. Und gerade angesichts der kritischen Diskussionen, die in den letzten Jahren geführt wurden über Europa, ist es umso wichtiger zu gucken, wo sind eigentlich die Sammelbecken des Verbindenden. Wir haben das bei Pulse of Europe, bei den vielen Menschen, die nach Münster kamen, um für ein einiges Europa zu demonstrieren, nochmal sehr deutlich gemerkt, dass es Europa eines der ungewöhnlichsten, aber auch der schönsten historischen Gebilde ist, was man sich nur vorstellen kann. Und es ist teilweise unerklärlich, wieso ein Kontinent so oft gegeneinander Kriege geführt hat. Im vergangenen Jahr hat Münster sich mit York an einem Wettbewerb beteiligt, der Stiftung Lebendige Stadt. Und die beiden Städte haben eine Auszeichnung bekommen, weil sie diese Städtepartnerschaft so intensiv leben. Herzlichen Glückwunsch! Das spielt gerade in diesen Zeiten eine ganz besondere Rolle, weil natürlich angesichts der Brexit-Entscheidung es für viele gar nicht mehr so einfach war, diese Beziehung aufrechtzuerlassen. Wir haben aber gemeinsam gesagt, jetzt erst recht. Young people are still developing friendships through activities such as the Active Inclusion in Europe program. And I think it's so important to nurture our connections with our European neighbours, and York's link with Munster is a fine example. In the years since, many of our youth have participated in an exchange program between our two cities. Nous avons également un partenariat fort avec nos associations que nous accompagnons dans des projets. Strong links between the two cities has developed, both between politicians, administration. Что партнерство отражено даже в городской архитектуре. Фасады улицы Мюнстерской в точности копируют облик Принципальмаркт. Ein ganz wichtiger Faktor unserer Arbeit, das sind Veranstaltungen, die wir auch durchführen. Wie zum Beispiel haben wir europäische Gäste eingeladen, inklusive Gäste und nicht behinderte Gäste. Und wir haben im Rahmen eines riesen Tanz-Flashmobs viel Publikum erreicht, die das so wahrgenommen haben und auch die Internationalität wahrgenommen haben. Aber auch die Begeisterungsfähigkeit der Menschen wahrgenommen haben. Auch die Begeisterungsfähigkeit der Menschen, wenn behinderte und nicht behinderte Menschen gemeinsam etwas tun. Münster liegt ja in der Grenzregion zu den Niederlanden und ist auch Mitglied der Euregio, wo es um grenznahe Zusammenarbeit geht. Und da ist ein wichtiges Beispiel der Zusammenarbeit ein internationales Musikfestival, das eben über die Grenzen hinaus wirken soll und über die Grenzen aus Menschen zusammenbringen soll. Wir sind eine von vielen Europaschulen hier in der Stadt. Von daher haben wir es uns zum Programm gemacht, jeden unserer Schülerinnen und Schüler ins Ausland zu schicken. Mit der ganzen Klasse, in der Klasse 7 und in der Klasse 9. Und darüber hinaus haben wir aber noch eine ganze Reihe von Austauschprogrammen. Ich habe innerhalb Europas tatsächlich schon mehrere Austausche gemacht. Ich war in England, in Frankreich, in Australien. Schüleraustausche und Austausch generell zwischen Ländern ist sehr, sehr wichtig. Man merkt viel mehr, wie die Leute in anderen Ländern leben und was es für unterschiedliche Kulturen gibt. Ich wurde einfach davon überzeugt, dass wir uns total glücklich schätzen können, dass wir so frei reisen können. Dieser Kurs heißt Fit für Europa. Das heißt, wir beschäftigen uns in diesem Kurs mit Fragen wie, was gehört eigentlich alles zu Europa, was macht Europa aus? Und gerade aktuell wird eine Ausstellung vorbereitet, ein Aktionstag der Stadt Münster zum Europatag am 6. Mai. Münster wird sich weiterhin zur europäischen Stadt entwickeln,
weil es mit zu den 5 Main Goals unserer Stadt gehört. Einer der 5 wichtigsten Ziele dieser wachsenden Stadt ist die Förderung der europäischen Stadt. Da möchten wir vorbildhaft eine Strategie entwickeln im Rahmen eines Zukunftsprozesses. Wir engagieren uns unter anderem für die Zukunft Europas dadurch, dass wir schon jetzt für Menschen aus 10 europäischen Ländern eigene Kirchengemeinden anbieten. Und wir wollen dieses Engagement noch erweitern. Um auch in Zukunft noch gewinnbringender gemeinsam arbeiten zu können, hat die WWU das Zentrum Europa gegründet. Das heißt, wir haben auch eine Niederlassung in Brüssel. In der Zukunft werden wir daran arbeiten, dass nicht nur Münster und Deutschland inklusiver gestaltet wird und eine Gesellschaft für alle beinhaltet, sondern wir auch europaweit eine Gesellschaft schaffen, in der jeder seinen Platz findet. Wir werden in Zukunft die Kontakte, die wir jetzt schon nach den Niederlanden haben, vor allem zu den Provinzen Gelderland und Oberalzel, das sind unsere Nachbarprovinzen, weiter verstetigen, vor allem zum Beispiel im Bereich Hochwasserschutz. Als junge europäische Föderalisten sehen wir uns als Zukunft von Europa. Und wir versuchen, in diese Zukunft zu investieren, indem wir Jugendliche für Europa begeistern. Das tun wir beispielsweise über Veranstaltungen wie Münster for Europe. Europa kann man nicht auf dem Gesetz verordnen, man muss es leben. Dieser Ort trägt mit dazu bei, dass man die unterschiedlichen Identitäten, die man hat, auch leben kann. Das ist auch einer der Gründe dafür, warum viele Besucherinnen und Besucher aus den benachbarten Ländern hierher kommen und das auch so wahrnehmen.